Gerade 9 Monate ist es her, da war er der gefeierte Mann. Michael Koch schoss Hannover 96 ins Pokalfinale. Heute steht er auf dem Abstellgleis. Offizielle Begründung: zu schwach für die zweite Liga. Außerdem Unruhestifter. Zur Strafe gibt's Sondertraining, zusammen mit 4 weiteren Rebellen. Denn auch für Bernd Hemsoth, Jörg Kretschmer, Reinhold Matti und Jochen Heisig gilt: seit 5 Wochen kein gemeinsames Training mit der Mannschaft. Eine frustrierende Situation. Was bleibt? Erinnerungen und Unverständnis. Es ist wirklich sehr traurig, wenn man das sieht. Vor einem Jahr, wie du gerade sagst, warst du wirklich noch Pokalsieger. Und du musst jetzt innerhalb von diesem halben 8 Monaten musst du so schlecht geworden sein, dass du noch nicht mal mehr unter den ersten 16 bist. Zu schlecht für einen Verein, der den DFB-Pokalsieg verschlafen hat. Das Geld wurde zur Bank gebracht, anstatt in neue Spieler zu investieren. Dass man von den Zinsen keine Punkte kaufen kann, das erkannte das Präsidium erst, als der Zug Richtung erste Liga schon abgefahren war. Stattdessen Abstiegskampf pur. Nach dem 0:1 gegen Eintracht Braunschweig war der Tiefpunkt Ende Februar erreicht. Die Talfahrt der 96er. 6 Monate ohne Heimsieg, 5:13 Punkte in Folge. Ganze 2 Punkte zum Abstiegsplatz. Klar, der Sägemann kam auch nach Hannover. Doch statt des Trainers flogen die Spieler. Eberhard Vogel spielte 5 aus 22. Das Ergebnis ist bekannt. Es war schon so, dass wir eigentlich total fertig waren. Es war wie ein Schock. Wir haben also dann auch ein paar Tage lang gar nicht viel reden können und haben es einfach dann so hingenommen. Was man dort macht als Trainer, das wird daran gemessen, am Erfolg oder Nicht-Erfolg. So, und ich denke schon, dass mit der Maßnahme wieder Ruhe in der Mannschaft eingezogen ist, dass die Mannschaft jetzt noch besser arbeiten kann, weil ich weniger Spieler habe. Die Arbeitsbedingungen der Fußballrebellen alles andere als optimal. Nach der Verletzung von Reinhold Matti traben nur noch 4 Aussortierte um das Fußballkarree. Auch wenn Co-Trainer Hannes Baldauf jeden Abend in seinen Lehrbüchern wühlt, eine sinnvolle Trainingseinheit für 4 Profis, die gibt es nicht. Das fängt schon bei der Torwartfrage an. Schließlich wurden nur Feldspieler suspendiert. Alle 5 Schuss Wechsel wie früher beim Pausenkick auf dem Schulhof. Ist das der zielstrebige Weg, damit aus Aussortierten wieder Auserwählte werden? Das ist schon ein kleines Problem. Aber wenn ich 3 gegen 3 spielen kann, das ist oft der Fall, weil der Trainer mitspielt oder vielleicht noch ein verletzter Spieler, die ja auch oft teilnehmen bei der Mannschaft oder bei den 5 Spielern. So, man kann ganz intensiv trainieren mit den Jungs. Ja, die haben ja alle 5 Probleme mit der Technik. Dort wird intensiv trainiert und da kann man sich auch viel, viel schneller profilieren, verbessern. Beschäftigungstherapie für Provinzkicker. Der Kontrast. Das Training der 96-Mannschaft. Mit 16 bis 18 Spielern können Spielzüge, taktische Varianten und Schüsse gezielt trainiert werden. Das Sondertraining der Fußballrebellen als leistungsfördernde Maßnahme? Eine Sackgasse, das wissen auch die Spieler von Hannover 96. Natürlich sind wir gegen diese Entscheidung. Aber mehr als das dem Vorstand und dem Trainer mitteilen, können wir im Endeffekt auch nicht machen. Wir sind schließlich nur Angestellte vom Verein und müssen diese Entscheidung halt so hinnehmen, auch wenn sie uns irgendwo nicht gefällt. Aber es geht im nächsten Jahr um den Arbeitsplatz eines jeden von uns und das ist vorrangig und das müssen wir in erster Linie sichern. Den Arbeitsplatz sichern, das wollten auch die 5 aussortierten Spieler, klagten auf Wiederaufnahme in den regulären Trainingsbetrieb, so wie es im Vertrag steht. Doch ohne Erfolg. Die Richterin sah keinen nennenswerten Unterschied im Trainingsablauf. Die Chancen in der Berufung dennoch größer als die Wahrscheinlichkeit eines Comebacks im 96-Team. Denn die Hannoveraner sind seit 6 Spielen ungeschlagen. Dennoch das Stadion leer, die Fans enttäuscht über eine verkorkste, verschenkte Saison. Zweitliga-Mittelmaß will in Hannover keiner sehen. Wie viele Jahrzehnte sollen wir noch auf die Bundesliga warten? Dann sind wir irgendwann mal in der Amateur-Oberliga Nord. So kommt's nämlich. Wir haben auch nie aufschauen. Wir sind abgestiegen. Wir haben 12 Jahre in der zweiten Liga oder 10 Jahre in der zweiten Liga gespielt. Ja. Wir sind ein Jahr aufgestiegen. Richtig. Wir sind mit Hurra abgestiegen. Alle haben sie uns beneidet. Und was haben wir hier? Affenscheiße. Ja? Wolfsburg, Fortuna Köln, sowas kommt hierher. Nein, wir brauchen die Bundesliga.
Doch bis dahin noch ein weiter Weg, auch für die Rebellen. Denn ähnlich trostlos wie das Gekicke gegen Fortuna Köln sieht es auch um ihre Zukunft aus. Bei der momentanen Situation sind wir eigentlich beruflich tot. Das kann man so nennen. Wir haben eigentlich kaum Aussichten darauf, irgendwo bei einem anderen Verein profimäßig Fußball zu spielen. Und so haben die Pappkameraden und die aussortierten Spieler von 96 momentan eines gemeinsam.